Im Thema der Steuerung der noch immer ansteigenden Flüchtlingsströme ist landespolitisch Bewegung. Auch Ministerpräsident Kretschmann spricht sich jetzt für europäische Kontingentlösungen aus. Zudem bringt Kretschmann die Unterscheidung zwischen dem Flüchtlingsstatus nach deutschem Asylrecht und dem von Bürgerkriegsflüchtlingen ins Spiel. Zweitere genießen lediglich einen befristeten Schutz. Der Vorteil: Das deutsche Grundrecht auf Asyl bliebe unangetastet. Bei diesem europäischen Ansatz zur Regulierung bleiben aber auch Fragezeichen. Europäische Kontingentierung, so heißt das neue parteiübergreifende deutsche Zauberwort, als ein Ansatz im Ringen um eine Lösung der Flüchtlingskrise. Dabei sollen sich EU-Länder über zu verhandelnde Kontingente aus Flüchtlingslagern und Registrierungshotspots den Flüchtlingszustrom teilen. Faktisch wäre so eine deutsche Obergrenze möglich, bereits bevor für die jetzt täglich rund 11.000 nach Deutschland strömenden Menschen auf deutschem Boden das nationale Asylrecht greift. Ein Recht, das weder die Grünen und schon gar nicht die Bundeskanzlerin angetastet sehen wollen. Man fahre, wie die Kanzlerin es sage, in einer schweren Krise ohne Patentrezepte weiter tastend auf Sicht, so Kretschmann heute in Stuttgart. Diese Sicht setzt zunächst, das ist nicht neu, auf Stabilisierung vor Ort. Das Erste, was alle vordringlich gemacht werden muss, dass die Europäische Union, den UNHCR und die Flüchtlingslager in der Nachbarschaft der Bürgerkriegsgebiete unterstützt und nicht das Gegenteil macht. Nämlich, sie sind dramatisch unterversorgt. Das werde den Flüchtlingszustrom in einem fundamental wichtigen ersten Schritt aus dem Libanon, dem Irak und der Türkei abbremsen. Dann aber folgt das Neue. So, und dann kann man darüber verhandeln in der EU, über Kontingente, die man dann aus diesen Flüchtlingslagern auch übernimmt, ja. Das ist, glaube ich, das, was sich abzeichnet als der Weg, ein möglicher gangbarer Weg, um dann das Ganze zu begrenzen. Begrenzen durch Kontingente, ein vom Ministerpräsidenten bisher gescheutes und neues Wort, das in diesem europäischen Konzept die von Grünen wie Merkel gescheuten Asylrechtsdiskussionen vermeidet. Neu sind auch Unterscheidungen bezüglich der hier dann Angekommenen. Man muss sehen, die Genfer Flüchtlingskonvention und das Asylrecht schützen vor politischer Verfolgung. Dagegen Bürgerkriegsflüchtlinge haben subsidiären Schutz. Das ist eine ganz andere Kategorie. Im Klartext, Flüchtlinge aus Syrien und die Mehrzahl der Ankommenden genießen nur subsidiären Schutz auf Zeit bis zum Ende des Konflikts. Der Familiennachzug ist damit eingeschränkt. Asylsuchende können zurückgeführt werden. Eine Sichtweise, die als Kritik an Angela Merkels Kurs verstanden, Finanzminister Wolfgang Schäuble und Innenminister de Maizière ins Spiel brachten. Neu auch dieses. Letztlich müssen wir die Dinge praktisch lösen. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind ja nur die Leitplanken. Ja? In der Politik ist das Recht die Grundlage, aber das Recht selber löst dann noch nicht ohne weiteres Probleme. Das muss man durch einen politischen Prozess erreichen. Insgesamt, so betont Kretschmann heute noch, macht die Landespolitik auch ihre Hausaufgaben. Bei der Unterbringung, Registrierung, dem Rückführmanagement nach Beratung und der Rückführung der rund ein Drittel nicht berechtigter Flüchtlinge selbst sei Baden-Württemberg führend. Erst jetzt habe ein vollbesetzter Flieger das Land verlassen.